So, lasst uns anfangen. Zuerst einmal müssen wir unser Smartphone rausholen. Bevor wir mit dem Programmieren beginnen können, musst du Pocket Code auf deinem Smartphone installieren. Gehe dazu zum Google Play Store und suche nach Pocket Code. Hast du die App gefunden, drücke auf Installieren. Um eigene Bilder zu zeichnen, brauchst du auch Pocket Paint. Perfekt! Jetzt hast du alles, was du zum Programmieren brauchst.